Weißt du schon? Mhm. Nee. Hallo, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Lieblingsessen-Video. Heute ist Nadine hier. Das, was ihr euch schon seit 5 Monaten wünscht. Ich habe wirklich so viele Leute in den Kommentaren, die immer schreiben, mach bitte was mit Nadine. Mach bitte was. Mach bitte kochen. Jetzt habe ich gesagt, hast du Bock auf dein Lieblingsessen? Habe ich nicht gesagt, hat Lena gesagt, dann kann ich es vermitteln. Und dein Lieblingsessen ist das erste Mal was man nicht kocht. Nee, wir backen. Weil richtig. Ich backe ja auch ganz viel bei mir, weil ich überhaupt nicht kochen kann. Ich kann auch nicht backen, aber ich mache es trotzdem. Ja, das ist willkommen hier. Hallo, das kann ja heute nur, wenn es nicht in Flammen aufgeht hier alles, dann haben wir alles richtig gemacht. Ah, wir kriegen das schon bestimmt gut hin. Wir machen heute was? Einen veganen Käsekuchen. Weil du bist vegan. Ja. Wie ich sehe einen negativen Kommentar zu Veganern, die geht mir auf den Sack, Mann. Ich mache mich auch immer über Ilja lustig, aber es liegt an Ilja nicht, weil der Vegetarier ist, eher an Ilja liegt das. Aber wenn ihr den mal seht, Nadine auch seit 5 Stunden. Ist Nadine okay oder soll ich gucken? Ja, nein, bitte nicht. Okay, guck mal Nadine. Ja, guck mal Nadine. Oder wie das kleine Mädchen aus der Nachbarschaft sagt, Fuchs. Und das Schöne ist, wir können euch auch Nadel. Oh, stimmt! Moment mal. Tatsächlich fast auch wie richtiger Käsekuchen. Ich bin mir sicher, wir haben als letztes in dieser Küche den Palutenkäsekuchen gemacht und ich kann nur sagen, ab hier kann es nur noch besser werden. Bei mir ist das immer so, bis hierhin läuft es sehr gut. Das Aufstellen der Sache. Ja. Machen die einen Rübenteig? Und was auch immer das ist, ja? Das ist der Boden. Du hast so ein Buch, ne? Da steht das auch drin. Ich habe so ein Buch, ich mache jetzt aber keine Selbstmachung. Kauf vegan, backen kann jeder. Lecker, lecker. Das ist schon draußen, ne? Ja, doch. Doch? Ja, kann ich verlinken? Ja, kannst du voll gern verlinken. Verlinken wir. Vegan kochen, geil. Backen, geil. Ich habe die Mengenangaben nicht zur Hand. Kein Problem, dafür bin ich bereit. Ach, sehr schön. Wir uns vorbereitet. Warum kommen hier keine Eier rein? Weil es schmeckt auch ohne. Vegan ist. Richtig. Ne? Haben wir eine Waage? Weil das, glaube ich, ein bisschen, das können wir, glaube ich, mal. Den können wir in ein Sieb schon mal packen, weil den musst du abtropfen lassen. Seidentuch. Ja, guck, aber du kennst es auch nicht, ne? Nee. Ich bin wirklich verzweifelt heute beim Rewe. Grüße gehen raus. Ihr habt nur Räuchertofu. Nervt ein bisschen. Hätte man auch machen können, dann hätte der Kuchen noch Speck geschmeckt. Bacon und Kuchen, let's go. Also, ich sag mal so, die Konsistenz ist ein bisschen eklig, aber. Aber was ist Seidentofu? Warum ist das so? Das ist halt Tofu, aber in Seide. Ja, in Seide. Das ist so Tofu mit Spinnenseide. Das sind kleine Spinnen mit eingebacken, weil... Weil Fick-Insekten. Ja, und wir hassen Insekten, wir Veganer. Also, hä, wusste ich doch! Du sagst immer Spinnen, ey! Und wir essen die auch, wenn ich die so sehe. Würdest du machen? Ernst gemeinte Frage jetzt. Ich glaube, weder vegan noch normal essen, weil ich finde... Also weiß ich nicht. Echt? Weiß das ich hier? Nicht. Das würde ich tatsächlich essen, weil es nicht mehr die Form einer Larve hat. Es gibt aber bei, ich glaube, Kaufland kannst du wie so aus dem Salzstreuer kleine Larven und sowas holen. Das finde ich ein bisschen eklig irgendwie. Aber nein, ich habe auch schon für irgendwelche YouTube-Videos so oft solche Insekten oder so gegessen. Das ist nicht schlimm. Das wird super später. Trust me. Ja, es sieht halt aus wie Käsekuchen von innen, ne? Ja, ne? Voll, also den muss man halt ein bisschen abtropfen lassen, warum, weil sonst hat der zu viel Flüssigkeit. Aber da kann man halt total gut so Quarkmasse mit ersetzen. Simulieren. Muss man natürlich nicht. Das Rezept kannst du auch ganz normal machen. Gibt es eigentlich so vegane Rezepte, die so für sich stehen auch? Weil ich habe immer das Gefühl, so vegetarisch und vegan sind halt so Sachen, die simulieren dann Sachen, die es schon mal gab in anders oder so. Doch, in, klar, du hast auch Rezepte, die direkt vegan ausgelegt sind. Die kannst du dann halt quasi umsetzen. Salate oder sowas. Gras. Ja. Also wir mähen auch unseren Rasen sehr, sehr häufig. Nein, weiß ich ja nicht. Weiß ich nicht. Ist doch alles ernst gemeint. Ja, gibt es. Also das hier, ich sag mal... Aber das heißt dann halt Quinoa-Salat oder so und nicht veganer Quinoa-Salat. Ja, halt also vegan kannst du ja auch aus Versehen einfach essen. Es ist ja nicht überall Ei und Schinken. Ups. Ja, das kann jetzt erstmal eine Stunde hier so stehen. Ernsthaft? Ja, also ungefähr. Aber wir müssen den Boden ja eh erstmal machen. Kann man das nicht pressen oder so? Doch, das tropft ab, guck. Echt? Ja, da ist schon ein bisschen Flüssigkeit drin. Und dann ist das später ordentlich getrocknet. Habt ihr auch noch Kartoffelsalat übrig? Kartoffelsalat? Ja, der Herr Rudolf, der hat doch Kartoffelsalat. Ach so, das war in Berlin. Ach so. Da war er nicht hier, da war ja andere Küche. Du hast 2 Küchen? Nein, das war nur beim Management in Berlin. So. Ich habe einen Manager, die Frage muss ich auch beantworten. Dekadent. Warum denn überhaupt? Warum hast jemand wie du einen Manager? Du machst doch nichts den ganzen Tag lang. Ich hasse euch. Ja, warum hast du denn? Also jetzt. Ach so, Geld. Ja, ich liebe es, Geld auszugeben. Ich brauche jemanden, der noch mehr für mich ausgibt. Nur Prestige, der ist eigentlich auch mein Bodyguard direkt. Der das Geld ausgibt, wenn ich schlafe. Richtig. Als ob sie das einfach zusammen... Ich tue das immer separat rein. Das ist so viel klüger als alles, was wir seit 3 Monaten machen. Dafür bin ich da. Oh Mann, ey. 120 Gramm. Hey, wir machen immer Schälchen. Ich brauche hier 4 Stunden, Mann. Als ob ich das nicht einfach... Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, aber ich darf da ja auch nichts sagen. Ja, natürlich nicht. So. Weil es lustig ist, ich muss sowas auf lange Sicht lernen. Du kannst es alles schon. Das macht keinen Spaß mehr dann. Eine Prise Salz. Was ist denn eine Prise? Richtig? Moment mal, das ist dein Rezept. Das hier ist eine Prise. Ja, okay, warte dann. Ach, iss einfach. Einfach mal auf die Zunge legen. Aber kannst du auch ruhig was mehr rein. Was ist?
Ja, das habe ich drüben in den anderen Salzstreuer jetzt gerade gelesen. Richtig, in den anderen Salzstreuer. Veganer, ne? Bonbon-Vanille. Das ist einfach nur, ich habe letzten Kuchen nur aus DM-Zeug gebacken und das ist noch übrig davon. Ich verstehe das Konzept Schuss nicht und Prise nicht. Ja, aber Schuss ist so. Ja, oder, aber oder? Nee, Moment. Du kannst ja, Schuss ist ja auch zum Beispiel der Schall. Also wenn du schießt. Ja, aber du kannst ja, ne, kannst du auch eine Flasche wirfst. Ja, okay, stimmt. Ja, deswegen. Deswegen Prise. Warum sagt man nicht einfach dann ein Teelöffel Salz? Hä? Ich hab die noch nicht gemacht, ich weiß es doch auch nicht. Wenn ich in meinem Leben ein Kochbuch mache, ne? Ich werde das so fucking penibel machen. So penibel machen, einfach jede Kleinigkeit werde ich genau abmessen. So, und dann kommt irgendwie so eine Angabe wie nach Gefühl. So, und hinten ist einfach so ein ganzer Index. Ein ganzer Index, was nach Gefühl heißt, eine Tasse, wie groß müssen die Tassen sein. Ein Tässchen schreibe ich dann auch immer. Ein Kochbuch, was einfach unfassbar umständlich zu lesen ist. Nein, ich will ein Kochbuch, was unständlich zu lesen ist, wo du richtig lange brauchst, um eine Sache zu machen. Ich fände das voll gut, wenn du ein Kochbuch machen würdest. Aber wir haben schon so ein Kochbuch hier, dieses Kochen mit Halblingen. Ja. Das ist so geschrieben, ne? Ja, scheiße ist das geschrieben. Da steht so, nehmen Sie das vom Lagerfeuer und so. Genau. Ja, und du denkst dir so, so voll das Nachkochbuch. Ja, genau, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ist halt so ein Hobbit-Ding, ne? Was ist Mürbeteig? Das ist stimmlich, ist so. Ja, der geht halt nicht hoch. Den tust du gleich in die Form und dann backst du den und der geht dann aber nicht hoch. Der wird dann so ein kleiner, leckerer, bröckeliger Teig. Und den musst du aber kalt stellen. Und Plätzchen macht man mit Mürbeteig. Genau. Und das dauert jetzt ein bisschen. Nee, aber ich finde das voll schwierig. Kochbuch macht bei uns irgendwie, ist es so, ich meine, wir haben das Lieblingsessen, aber dann müsste ich halt eure Sachen ausschlachten in meinem Kochbuch nochmal. Okay. Und das finde ich irgendwie kacke. Das ist ja Sachen von anderen im Prinzip. Das finde ich irgendwie blöd. Ich weiß auch nicht. Wenn, dann müsste ich irgendwie, finde ich, so die Umsätze davon so zum Teil zumindest irgendwie spenden dann noch an irgendwas Geiles, dass ich die Leute anfrage und sage, aber 50% davon spenden wir einfach. Ich habe meine Omas ausgeschlachtet. Ich habe einfach den Das sind dann ab Kapitel 10, sieht man nicht nur noch mit so einer Peitsche da stehen. So. Deren Rezepte einfach genommen und dann veganisiert, dann habe ich die reingenommen. Ich habe die veganisiert. Butter, ja. Soja. Was halten deine Omas davon? Ich weiß es noch nicht. Meine eine Oma ist tot, aber nicht deswegen. Oh. Und die andere kriegt erst am Muttertag jetzt von meiner Mutter geschenkt. Und die weiß das gar nicht. Nee, die weiß so, das ist gar das nicht. Dein Ernst? Die Ziegen. Oh. Ich müsste ein bisschen mehr Proteine haben. Ich finde das. Die hat krampft. Mag ich am meisten an dem Format. Nix machen. Und dann will ich noch mit euch Geld verdienen mit dem Buch. Apropos, warum brauchst du einen Manager? Halt's mal. Ist das gefragt worden, warum du einen Manager brauchst? Ich habe halt das Lieblingsessen von meinem Manager gemacht. Ja, das habe ich gesehen. Das war sehr lecker. Was hat er gemacht? Bolognese. Machst du das gerade weg oder bleibst du das auch? Nee, das mache ich gerade weg. Warum? Weil, kein Bock mehr auf Blume auf Hand. Nee, das ist erst, ich mache jetzt Business-Verhandlungen immer zum Kochbüchern. Das kommt nicht gut. Nee, ich habe mich verbrannt an heißem Fett, sehr, sehr übel. Und dann ist das halbe Tattoo rausgebrannt. Und dann haben wir überlegt, weil da vorher so ein Mandala drauf war, ob ich es nochmal neu stechen soll oder einfach was Neues drauf. Auf die Verbrennung geht das? Nee. Ja, es muss ein bisschen abwarten. Das ist jetzt zwei Jahre her. Und dann habe ich es ein bisschen lasern lassen. Jetzt kommt da im Juli was Neues drauf. Ich habe Schrotthaut und das Lasern ist Schrott. Ich weiß, und Rot ist eine Schrottfarbe. Ja. Es geht nicht so richtig mit raus. Farbe ist halt schwierig, ne? Ist so ein bisschen, wird es schon blasser, finde ich. Ja. So, und ja, im Kontrast hierzu auf jeden Fall. Ja, deswegen. Und dann kommt da was Dunkles einfach drüber. So, das kommt jetzt in die Folie. Und dann in den Kühlschrank? In den Kühlschrank für eine Stunde, genau. Bringt das denn wirklich was? Ja, du musst den Kühl stellen, weil sonst geht der dir kaputt. Mach's einfach. Das sind physikalische Gesetze der Natur. Schon wieder, ne? Das sind Leute, die sich mit Essen auseinandersetzen, genau wie Ilja, der mit seinem komischen Wärmeindex Kompott, keine Ahnung. Das Wort Thermodynamik hat sich echt angefangen. Stopp! Kurzer Übergang. Ich hab Matschhände. Yo! Herzlich willkommen zurück. Das war jetzt eine Stunde. Wow. Voll intensiven Gesprächen. Wir hatten eine kleine Neuerung, ne? Wir haben zwischendrin kurz geschummelt. Ja, weil ich dumm war und was vergessen habe. Das ist nicht ich meine, das war geplant, auf jeden Fall. Also normalerweise macht man den Mürbeteig als Klumpen in den Kühlschrank, wenn du Kekse damit machen willst. Aber wir wollen ja am Boden machen. Deswegen dachte ich schon, ganz schön in den Boden eingedrückt. Aber wie das geht, wisst ihr selber. Rezept postet sowieso nicht rein. Kauft ihr Buch, steht drin. So. Wir schmelzen Zack. Butter. Also, Margarine. Ja, wir schmelzen das. Alle mal die Creme. Die Creme? Ja. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen den Tofu und noch mehr Tofu und Zitrone. Ja. Und Speisestärke. Zitrone da, ich habe auch noch Zitronen so, weil da sollte, glaube ich, so Haut rein, ne? Ja, man kann das abreiben, aber ich kann das halt nicht. Also ich reibe das immer so weit runter, dass alles irgendwie matschig ist. Nicht nur so. Also ich habe bei mir mache ich einfach nur Zitrone. Okay, machen wir das. Soll ich das hier abgießen und wir machen das da rein, die Füllung dann? Oder? Weil wir haben nur zwei Schüsse. Wir können auch den Blender nehmen, glaube ich. Oh, stimmt, der Blender. Ja. Den ihr mitgebracht habt. Mitgebracht.
Glas, toll. Haben wir mal einen Löffel? Ja, haben wir schon durch. Es macht Spaß. Ist super. Ist nicht gut. Nee. Also macht man das wirklich da drin? Das heißt, Patrick hat keine Scheiße gemacht in seinem Video. Der hat das wirklich richtig gemacht. Ja, man macht es tatsächlich da drin. Wenn die verdammte Margarine hier mal schmelzen würde. Schmilzt schneller. Aber da echt? Und dann muss man es halt nicht mixen, oder was? Ja, das ist halt wirklich echt ein Kuchen für Faule. Ne? Du musst halt einfach nur alles zusammenballern und dann mixen und drauf und im Ofen fertig. Sepp, Podolski da oben wieder. Sehr gut. Der ist irgendwo in Japan, ne? Ja, der spielt da Fußball. Ja, in Japan. Bei Kobe. Bei Kobe Rind? Bei Kobe Rind, ich weiß Kobe Rind, der massiert da einfach Rinder auf dem Fußballplatz. Das ist so sein neues Bei japanischem Fußball guckt eh keiner. United Kobe, gesponsert von Kobe Rind. Von Kobe Rind. Von so einfach so einer Lobby aus massierten Kühen, Alter. Aber den wird das Fleisch auch rausmassieren. Ja, genau. Aber was haben die für Maskottchen? Das ist ja dann makaber, wenn die so ein Rind haben. So ein Stück Filet. Ja, wieso denn beim FC essen die doch auch Ziegenfleisch, nicht? Doch. Beim FC? Ja, wegen der Ziegen und so. Ach so, nee, das ist ja der Heiligtum. Die Gladbacher Ultras, die haben damals als Heimspiel war, haben die an die Fankurve einen Bollerwagen gestellt und dann Ziegenfleisch daraus angeboten. Oh. In so Falafel und sowas, als die Kölner da eingelaufen sind. Habe ich gehört, weiß nicht, ob es eine wahre Geschichte ist. Das ist ja voll gemein. Aber ist halt Ultras, ne? Ultras ja, gegen ist Ultras, okay, ist immer, da passieren weirde Aktionen. Halte ich mir auch raus! Kein Fußball auf diesem Kanal. Ich war letztens noch bei fucking Dortmund gegen Gladbach, als ob kein Fußball, habe ich sogar ein Video drüber gemacht. Gut, Kick. Okay. Da kommt jetzt einfach alles reingeballert. Echt? Ja, ganz entspannt. Ich habe mal rausgeholt, ne? Der sieht aus wie vorher. Nee, guck mal, wie viel Flüssigkeit. Das stimmt, da ist schon ziemlich viel Flüssigkeit, aber da ist immer noch Flüssigkeit drin. Ja, also du kannst mit sowas kannst du auch veganes Tiramisu machen, aber dann musst du es halt 4 Stunden lang abtropfen lassen. Aber auch Tiramisu auf meiner Liste wollte ich gestern machen, habe ich aber nicht geschafft. Lecker. Ja. Vegan ist gesund. Vegan ist gesund. Ganz ehrlich, warum machen die Produkte so? Wie willst du es so jemandem verkaufen? Weiß ja, nicht. Passt schon. Okay, yum, yum. Wie, du schabst das da jetzt nicht rein? Das, ja, die Reste? Was denn? Das ist aber nicht sehr vegan. Hör mal, jetzt mach du dich, ich mach mich über dich lustig. So läuft der Kreislauf nicht. So, zum Naschen später. Hier ich hier noch ein bisschen. Zum Naschen später, okay. Ist nicht schlimm. Ja, das reicht, das passt. Das Esslöffel, Teelöffel, du würdest 3 Teelöffel nehmen. Du hast diesen Zwischen. Nee, du hast Teelöffel genommen. Weil wir haben auch so, also lieber mehr, weil der Seintofu schmeckt. Das will ich auch. Wenn ich Kochbuch mache, machen wir das auf jeden Fall. Weil wir haben Esslöffel, wir haben Teelöffel und wir haben fucking Zwischenlöffel, Alter. Dann sag ich so, ihr habt keine Ahnung, aber das ist halt kein nix, ganz nichts Halbes. Und ich sag dann immer 3 Zwischenlöffel. Das ist ein Esslöffel für kleine Leute. Guck mal, das ist ein Dessertlöffel. Tja, es gibt Dessertlöffel und es gibt Dessertgabel. Das ist ein Zwischenlöffel. Es macht keinen Sinn, dass es nicht da sein. Gefälligst eine Gabel für dein Dessert. Auch für Suppe. Ja, auch für Suppe. Tiramisu-Suppe. Lass mal was erfinden, Alter. Das ist normaler Tofu. Genau, das ist normaler Tofu. Der siehst du jetzt auch gleich. Ich glaube, der Unterschied. Hoffentlich ist der in richtig viel Plastik und Pappe eingepackt. Ist er. So, weil der ist ja ganz matschig nass und der ist halt ein bisschen trockener. Macht das dann, ist es so konsistenzmäßig, geht das zusammen? Ja, dann hast du nämlich, wenn du nur das nehmen würdest, hättest du einen bröseligen Kuchen. Und wenn du nur das nimmst, hast du halt Schwimmi. Ah, okay, aber den zerbröckelst du wenigstens noch. Ja, so ein bisschen. Ich meine, das ist ein Hochleistungsblender, der kann das natürlich. Oh. Warum heißt das Blender und nicht Mixer? Ach so, weil wir hier denglifiziert sind. Keine Ahnung. Heißt das so? Blender? Ich weiß, keine Ahnung. Also, Philipp, das ist dein Gerät. Warum heißt das nicht Mixer, du denglischer Startup-Unternehmer? Wenn die Sonne darauf scheint, dann Blender. Ja, okay. Jam, jam. Oh, lecker. Boah, noch bin ich nicht überzeugt. Wenn du den nachher probierst, dann ist der super. Ich probiere ja gar nichts mehr. Ich habe gar nicht, da ist so viel Tofu drin. Reicht. Nimm Stärke. Mhm. Ja, super. Ah. Mensch. Was ist Stärke? Ich verstehe das nicht. Woher kommt das? Warum ist das so? Damit machst du Soßen stark. Das bindet. Das ist eins Bindemittel. Das bindet. Bitte einmal rein. Dann muss noch 160 Gramm Zucker rein. Alter Vater. Ich helfe! Es ist für mich auch voll schön, dass mal jemand hilft. Nicht so wie bei mir immer. Eigentlich schon ein gelungenes Leben, wenn man das Lieblingsessen gegen Käsekuchen hat. Das ist okay. Aber ich habe halt erst überlegt, ob ich mein Essen, was ich am liebsten esse, mitbringe. Aber das ist super langweilig, weil ich am liebsten, oder jetzt kotzen wieder alle ab, am liebsten esse ich gedünsteten Pak Choi mit Bulgur und Hummus. Mir leid. Aber das ist halt diese, echt, du machst. Das ist im Prinzip die vegane Ausrollpizza, die Mo hier mitgebracht hat. So, und dann kommt die Margarine rein und dann wird das einfach geblendet fertig. Guck mal, ob ich alles habe. Echt? Margarine noch? Ja, Tofu. Sollen wir die Soja-Margarine benutzen? Nee, die geschmolzene. Ach, die geschmolzene kommt da rein. Stärke, Vanille. Soll ich reintun, einfach reinschütten? Wow, wir machen Teamwork, total cool. Hey! Oh je. Super beste Bäcker. Oh je. Yum, yum, yum. Was passiert jetzt hier?
der blickt doch noch nicht. Ah, jetzt. Und der macht also die Arbeit für dich. Ja. Kauf mein Buch. Das ist sehr laut. Finde ich auch. Wie lange geht das denn? Ich bin fertig. 40 Minuten? Der packt das jetzt auch. Ach geil. Also das eigentlich nur, haben wir nachher so ein Tor. Voll geil. Sehr gut. Oh je, scheiße. Oh, Alter, was denn passiert denn jetzt? Andere Richtung, oder was? Ach, der das Programm. Das ist der Unterschied zum Mixer. Okay. Das muss ja mega teuer sein. Sehr teuer. Da muss mehr Zitrone rein. Wir hätten auch zwei Zwischenlöffel nehmen können. Wollen wir nochmal mixen? Auf Zwischenlöffel zu nehmen. Nochmal kurz. Ich muss nochmal ganz kurz reinmixen. Rein. Okay. Okay. Ich fast schon angemacht, die Möhre, glaube ich. Bin nicht 100% sicher. Okay. Fertig, ne? Ja. Schöner Fletch. Soll ich mal löffeln? Wir könnten mal den Flöllöllötsch hier rausmachen. Steht auch so im Rezept. Richtig, also ihr braucht auf jeden Fall eine zweite Person für den Kuchen. Wirklich, das ist so eine IKEA-Anleitung am Anfang. Sie brauchen sie braucht, ja, brauche ich nicht. Und dann am Ende so Hilfe. Es geht einfacher, wenn man das seitliche drauf. Okay. Alles gut, wir kriegen das hin. Du merkst ja, wir haben gute Kochkanäle. Jetzt hast du da wieder Dinge hingemacht. Das ist gut für Verzierung. Das doch Sally wäre stolz. Die sitzt zu Hause und denkt sich so, stopp. So, okay, ciao, okay. Der geht jetzt in den Ofen. Okay, ciao. Okay, ist warm. Okay, ciao. 60 bis 80 Minuten, yeah. 60 bis 80 Minuten. So lange war noch nie irgendwas hier im Ofen. Okay, let's go. Ich bin einfach nur gerne hier. Hey Siri, setz den Timer auf 70 Minuten. Das ist okay, sick. Okay, 1 Stunde und 10 Minuten. Nice. Hast du nicht 70 Minuten gesagt? Das war richtig unangenehm, aber lustig. Ja. Geht das so? Wir haben auch, warte, wir haben auch Dings. Professionell. Kann das sonst auch machen, ne? Du musst hier nicht, oh je, der ist ein bisschen wabbelig. Ja, der muss eigentlich auch noch ein bisschen auskühlen. Wir müssen ihn, glaube ich, noch ein paar Minuten stehen lassen, weil der muss eigentlich noch so. Ich habe so Angst, wenn ich das jetzt runterschmeiße. Bist sicher, sollen wir, oh Gott. Das sieht ja aus wie ein echter Käsekuchen, hör mal. Jam, lecker. Lika. Er riecht auf jeden Fall ganz gut. Wir müssen ihn aber echt noch ein bisschen kurz stehen lassen, weil er einfach fucking heiß ist und kurz aus dem Ofen kommt. Mach jetzt nicht das Ding ab. Nee. Weil echt, das haben mir Leute immer gesagt, die meinen so, mach das Ding ab, sonst fällt das so. Aber bei den Käsekuchen lasse ich das immer dran. Ja. Möglicherweise ist das auch falsch. Haha, kauft ihr Buch. Ja. Ui. Ja, sieht gut aus. Ich hab voll Hunger. Das ist so ein Kuchen, der braucht halt so richtig Geduld. Kuchen ist fertig. Ja, ich muss noch aus der Form rausholen, richtig unprofessionell hier. Oh. Alles gut. Mm. Hält. Das ist, glaube ich, schon besser als alles, was ich. Der ist ja voll saftig am Rand. Der ist noch nicht ganz abgekühlt. Wo habe ich denn das Messer hingetan? Und? Ja. Der Boden ist ganz schön. Alter Vater. Wir dürfen den behalten, ne? Ja. Boah, sieht der gut aus. Yummy. Was? Guck, kann man machen. Krass. Ich mache auch hier ein Stück ab. Der schmeckt eigentlich. Ist das eigentlich noch vegan ab. Oder Kuchen schon? Ist das noch vegan? Oder ist das schon lecker? Ja, eine von deinen komisch genormten Gabeln. Ja, Mittelgabel. Kuchengabel. Schöne Mittelgabel. Nee, ich hoffe, der Boden ist auch durch, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht ja so krass aus. Ich hasse das, wenn ein Messer auf mich zeigt. So ein OCD-Kind, Alter. Weißt ja, wie es schmeckt. Ich finde das so schrecklich, ne? Und ich finde, es hätte doch noch mehr Zitrone sein können. Ich finde das geil. Halt, stopp. Let's go. Ja, das ist gut. Kinder, bitte zu Hause nachkommen. Hatschi, nein. Aber schmeckt echt geil. Super, das schmeckt freut mich. Echt geil. Also ich hätte gesagt, noch mehr Zucker. Du sagst mehr Zitrone. Aber kann man halt machen, oder? Also, du kannst ein bisschen mehr. Noch mehr Käse. Ja, der ist so, der Seidentofu, der frisst halt so ein bisschen Geschmack. Hast du dir selber ausgedacht? Ja. Gibt's in meinem Buch, kaufen Sie jetzt. Achtung, dieses Buch geplagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr das auch mal probieren wollt, könnt ihr gerne dieses Video nachkochen und uns einfach mal schreiben. Kauft Nadels Buch. So nicht. Mann, ey, so nicht. Kauft Nadja. Jetzt geht's richtig ab. Okay, tut mir leid. Nein, okay, tschüss. Kauft ein altes Buch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Bucky Bucky. Du warst die erste Backöse, die hier Lieblingsessen gekocht hat. Finde ich gut. Ihr solltet mehr Lieblingsessen haben, die man backen muss, Leute. Esst den Nachtisch zuerst, das Leben ist ungewiss. Oder wie war das?
Backmoselle wäre super. Oh, das ist witzig. Mm. Das finde ich sehr schön. Geklaut. Kannst du haben. Nein, niemals Bakina. Ach du heilige Mutter. Tschüss, abonniert uns. Ja, bitte. Danke. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.